Der traditionelle IHK-Neujahrsempfang in der historischen Stadthalle ist auch 2016 wieder ein Publikumsmagnet gewesen. Mit mehr als 1200 Gästen wurde der Rekordbesuch von 2015 noch überboten. IHK-Präsident Thomas Meyer machte in seiner Rede unter anderem auf die Chancen aufmerksam, die der aktuelle Flüchtlingszustrom auch für die deutsche Wirtschaft bieten kann. Ja, die wichtigste Herausforderung ist natürlich die Integration der Flüchtlinge. Wie wir alle wissen, sind die für viele Jahre jetzt bei uns, sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, zu 80% Männer, junge Männer. Und die müssen wir ausbilden. Das heißt, wir müssen sie erstmal ausbildungsreif machen. Wir müssen sie anschließend ausbilden, damit wir sie für unsere Betriebe bekommen. Aber vor allen Dingen, damit wir sie sinnvoll integrieren. Nach Sprache ist Arbeit und Beschäftigung das Wichtigste, damit sie dann dementsprechend hier auch wirklich gerne leben und damit wir keine französischen Verhältnisse bekommen. Musikalisch schwungvoll begleitete das Wuppertaler Saxophonorchester Sax for Fun die Veranstaltung mit vielen Klassikern der Musikgeschichte. Spannende Einsichten in die oftmals nicht rationalen Beweggründe des menschlichen Handelns bot Gastredner Dr. Hans-Georg Heusel mit seinem kurzweiligen Vortrag »Blick ins Gehirn – die unbewussten Seiten des Unternehmenserfolges«. Am Ende der Veranstaltung stimmten dann 1200 Gäste das Bergische Heimatlied an.